Ja, hallo bei einer neuen Ausgabe am Rande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld-Pinguinen. Heute stehe ich einmal vor der Kamera, ansonsten ja immer hinter der Kamera. Das ist aber deswegen nur so, weil Lukas heute beruflich eingebunden ist und deswegen halt nicht hier an meiner Stelle stehen kann. Zur aktuellen Situation wird uns gleich Dirk Wellen etwas erzählen, der ja die Anteile jetzt übernommen hat von Energy Consulting. Gestern Abend um 22 Uhr wurde der Notarvertrag unterschrieben. Und zum Zweiten sind wir nachher zu Gast bei Matthias Roos. Matthias Roos und Dirk Wellen werden uns die aktuelle Situation etwas genauer erklären und den Ablauf des gestrigen Abends. Ja, nun sitzen wir ja bei Dirk Wellen, den neuen Anteilseigner von knapp 46,67% der Krefeld-Pinguine, wenn ich das richtig recherchiert habe. Erstmal, Dirk Wellen, herzlichen Glückwunsch, dass es doch so schön geklappt hat für den Termin und auch Glückwunsch, dass sich ein Krefelder Unternehmer bereit erklärt hat, mit Herz und Verstand bei den Krefeld-Pinguinen in dieser Größe einzusteigen. Wie ist der gestrige Abend aus deiner Sicht so verlaufen? Ja, das war wie der ganze Prozess etwas zäh, muss man sagen. Es gab so ein paar formale juristische Dinge zu klären und auch die Notarurkunde ist nicht so ganz einfach gewesen, weil da eben mehrere Dinge zusammengelaufen sind. Also zum einen die Anteilsübertragung von der Energy Consulting auf mich, aber dann eben auch die Klärung dieser alten Dinge, Zusagen oder vermeintlich bestehende Zusagen, und der KIV 81 war involviert und sowas. Also von daher war das etwas kompliziert, sicher auch für den Notar, aber ist alles egal. Das Wichtige ist, dass es jetzt ausgestanden ist, dieses große Missverständnis, als dass ich diese ganze Angelegenheit betrachte, ist jetzt geklärt und jetzt kann die Zukunftsausrichtung der Pinguine vorangehen. Wie geht es jetzt nach deiner Ansicht weiter? Kommen jetzt durch einen jungen, Krefelder bekannten, erfolgreichen Unternehmer auch weitere Krefelder Unternehmer dazu, dass du praktisch jetzt einer bist, der vorreitet und andere sagen, okay, jetzt traut sich jemand, wir machen jetzt mit? Wer ist der junge, bekannte Unternehmer? Ich? Ja. Okay, ich bin 58. Okay, aber nett, vielen Dank. Nee, es ist wir kennen uns ja auch ein bisschen auch aus anderen Zusammenhängen. Also mein Hauptbetätigungsfeld ist der CRTC. Ich bin ja Vorsitzender im CRTC, kümmere mich um Hockey und Tennis, hab da auch erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die ich auch weiter einhalten will. In dieser ganzen Geschichte bei den Pinguinen bin ich in eine Situation geraten, will ich gar nicht sagen, ich bin da schon aktiv reingesprungen. In dem Moment, als der Anwalt der anderen Seite, ob bedacht oder unbedacht, ist mal egal, das Angebot gemacht hat, die Anteile abzugeben. So, und dann saß ich im Gesellschafterkreis und habe genau in dem Moment gedacht, okay, jetzt muss man, um die ganze Sache in Bewegung zu bringen, da eben zugreifen. So, und dann hat sich alles weitere daraus ergeben, was dann gestern Abend zumindest den ersten Abschluss gefunden hat. Jetzt müssen mehrere weitere Dinge passieren. Jetzt geht es erstens darum, dass heute, und das läuft gerade, also ich habe da selber gerade auch einen kleinen Beitrag geleistet, aber verschiedene andere tun das heute und genau in dieser Stunde auch, nämlich die KIV in die Lage zu versetzen, also die Pinguine in die Lage zu versetzen, alle finanziellen Forderungen zu erfüllen, die gestellt werden, also heißt Insolvenz vom Tisch, das ist der zweite Schritt. Als nächstes wird dann die Lizenz beantragt, wird die Kapitalerhöhung durchgeführt. Und dann geht's richtig los, was die Zukunftsaufstellung angeht, nämlich dass sich die Gesellschaftsstruktur möglichst auch durch Neueintritte so verändert, dass man wirklich die Zukunftsausrichtung angehen kann. Und die Zukunft, und das ist dann der fünfte Schritt, muss natürlich auch dahin führen, dass man einen besseren Etat, eine bessere finanzielle Ausstattung hat, als das bisher der Fall ist. Mit 4,5 bis 5 Millionen spielt man realistischerweise nicht um Playoffs, sondern ja, oder bestenfalls dann, wenn wirklich alles mal zusammenpasst, ja, wie wir das vor ein paar Jahren hatten, dann auch mit glücklichen Neuzugängen. Wenn man das konzeptionell, vernünftig und solide vorbereitet tun will, dann braucht man mehr Geld, dann muss man mindestens 6 Millionen haben, vielleicht auch Richtung 7. Ja, und daran werden dann die Leute arbeiten, die in Zukunft dann wesentlich die Geschicke der Pinguine bestimmen. Ja, aber nochmal die Nachfrage, du bist ja sehr gut vernetzt im Unternehmerkreis Krefeld. Gibt es da vielleicht einige, die sagen, komm, ich will einen von diesen momentanen kleinen Anteil von 0,67% auch mit einsteigen bei der Krefeld-Pinguine GmbH, oder halten sich alle erstmal zurück, bis der neue große Investor bekannt ist, um dann vielleicht noch die Chance zu nutzen, mit einzusteigen?
Ja, ich glaube, dass ein Anteil an der GmbH zu halten gar nicht der wesentliche Punkt ist. Das, was man in den letzten Wochen gemerkt hat, und zwar von der Nordtribüne bis in die VIP-Logen, ist, dass ganz vielen bewusst geworden ist, wie wichtig die Pinguine für Krefeld sind. Ja, und ganz viele, auch Unternehmer, also auch Leute, die ich kenne, sind bereit, was zu tun. Ja, das sind kleine und größere. Ja, also es gab auch Gespräche mit größeren Krefelder Unternehmen, die sagen, ja, wir werden unser Engagement deutlich erhöhen, wenn die Situation geklärt ist, so wie das jetzt geschafft ist. Ich hatte gerade ein Interview, ein Gespräch mit, darf den Namen sicher auch sagen, Gerd Frey von Niemann und Frey, der in Krefeld auch als engagierter Unternehmer bekannt ist. Er hat gerade gesagt, er macht eine Spende für den KfV 81, er macht eine Spende für unsere Stiftung, also die Stiftung meiner Schwester und von mir im Hockey, und er lädt seine Mitarbeiter zu einem Spiel ein. Ja, und so auf dieser Ebene gibt es ganz viel positive Resonanz, und das ist der Nährboden, auf dem man dann die bessere Zukunft der Pinguine bauen kann. Also bringt das frischen Wind auch in den Bereich Sponsoring und sonstige Bereiche, wo sich Leute engagieren, was jetzt halt durch dein Engagement noch aufspringt und genutzt wird? Ja, das geht gar nicht so um mein Engagement. Ich will mich da überhaupt nicht wichtig nehmen. Wie gesagt, ich habe da jetzt eine bestimmte Rolle gespielt in einer bestimmten Situation, auch dadurch, dass ich auch so ein paar Kontakte auch in die Politik hatte und auch zu anderen Unternehmerkollegen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist meiner Meinung nach diese positive Resonanz und die Power, die ist ja am vergangenen Freitag bei dem Haie-Spiel auch deutlich geworden. Ja, das war ja eine einzige große Demonstration für Eishockey in Krefeld. Ja, und auf der Power muss man aufbauen. Ich glaube, die Bereitschaft dafür ist bei den Leuten, ist ja dann in der Regel eine kleine Gruppe, die dann wirklich auch innerhalb der Pinguine GmbH die Dinge organisiert und das zusammenführt. Und wie gesagt, die Power ist deutlich geworden und die Bereitschaft, das in Zukunft zu tun. Genau, man hat gesehen, wie Krefeld, Unternehmer, Fans und die Wirtschaft komplett hinter den Krefeld-Pinguinen stehen oder hinter dem Sport allgemein in Krefeld. Wir wollen es nicht nur Krefeld-Pinguine herausstellen, es gibt ja noch andere große Krefelder Sportvereine, wo Krefeld wirklich geschlossen zeigt, wir brauchen euch, wir unterstützen euch, egal in welchem sportlichen Bereich man dann halt tätig ist. Als letztes noch die Frage, der große neue Investor, der kommen soll. Wir wollen jetzt keinen Namen in der Öffentlichkeit rausbringen, aber gibt es da Kontakte zu, weiß man, wer es ist, oder weiß nur Herr Roos, wer das ist? Also das ist vielleicht noch ein bisschen früh, da jetzt über Namen zu sprechen. Ich überlasse das anderen, das zu äußern. Ich finde, das gehört dann auch zu einer Seriosität, die wir in dem Umgang jetzt auch wieder haben wollen oder herbeiführen wollen. Das wird jetzt in den nächsten 14 Tagen passieren. Also formal muss man sagen, wird jetzt nach dem Notartermin gestern Abend die Gesellschafterliste aktualisiert. Der Notar, der die Kapitalerhöhung macht, der braucht eine aktualisierte Gesellschafterliste. Das dauert circa 14 Tage. Ja, dann in dem Zeitraum wird dann auch allgemein bekannt, wer also dieser Übergangsinvestor ist, so nenne ich das mal. Also die Leute, die Matthias Roos ins Gespräch gebracht hat, haben ja auch zum Ausdruck gebracht, dass sie sich nicht als diejenigen sehen, die dauerhaft das Eishockey, also das Profi-Eishockey in Krefeld führen. Warten wir einfach nochmal ab. Die wichtige Message nach gestern Abend ist, der erste und der grundlegende Schritt für eine Zukunftsausrichtung der Pinguine in Krefeld ist getan. Und ich finde auch, du hast genau recht. Und das ist ja in den letzten Wochen, glaube ich, auch für die gesamte Stadtgemeinschaft deutlich geworden. Also auch zum Beispiel nach diesem tragischen Brand im Zoo, dass enorm was zu bewegen ist in dieser Stadt, wenn man zusammensteht. Also alle die zum Beispiel bei dem gemeinsamen Event von KFC, von Pinguin, von HSG und von unserer Hockeymannschaft vom CRTC waren, die haben das ja gemerkt. Und das war ja wirklich ergreifend, wenn dann 1500 Leute in der Halle Krefeld rufen. Ja, und also selbst der Oberbürgermeister hat Gänsehaut. Und mit dem Spirit und mit der Power wollen wir das vorantreiben. Und ich bin seit gestern Abend auch wirklich sehr zuversichtlich, dass das gut wird. Okay, dann zum Abschluss kann man dir ja schon vielleicht etwas voreilig gratulieren zur Verleihung des Stadtsiegels der Stadt Krefeld für das Engagement im Bereich sozialen Sport und Kultur und Bildung, den du praktisch mit deiner Dirk-Wellen-Stiftung, mit deiner Schwester zusammen ins Leben gerufen hast. Dafür möchten wir dir schon mal vorab gratulieren. Die Verleihung ist zwar dann erst später, aber es wird am Donnerstag im Rat verabschiedet.
Ja, das ist sehr, sehr nett. Also ich habe das in den letzten Tagen erst gehört, dass ich da persönlich geehrt werden soll. Ich bin eigentlich kein großer Freund von persönlichen Ehrungen, aber ich nehm das natürlich gerne und irgendwie passt das jetzt auch in diese verrückte Zeit. Okay, vielen Dank. So, nachdem wir jetzt bei Dirk Wellen im Büro waren, sind wir jetzt bei der Krefeld-Pinguine bei Matthias Rust, dem Geschäftsführer und sportlichen Leiter der Krefeld-Pinguine. Ich glaube, man kann ihn eine leichte Erleichterung im Gesicht ansehen. Matthias, wie hast du den gestrigen Abend so empfunden? Vielleicht erzählst du mal aus deiner Sicht, wie es so gewesen ist. Also die letzten Tage waren einfach nochmal richtig anstrengend und dann auch tagsüber der E-Mail-Austausch, bis wir das dann soweit hatten, man sagen kann, okay, jetzt lohnt es sich wirklich, dann auch beim Notar zu erscheinen. Und dann ging es natürlich nochmal eine ganze Weile beim Notar, wenn auch Dinge geändert werden mussten, Dinge sind auch noch geprüft worden. Aber dann unterm Strich, die Hauptarbeit war eigentlich davor. Wie wurden die Spieler, das Team informiert? Die haben ja momentan zum größten Teil alle frei. Wurden die dann per WhatsApp alle gruppenmäßig informiert oder hast du einige persönlich noch angetroffen, angesprochen, angerufen? Also Thorsten Ankert war heute Morgen hier, mit dem habe ich zusammengesetzt und ihm nochmal alles erklärt. Sonst gab es auch schon einige Anrufe und aber natürlich jetzt eine Kabinenansprache ist aktuell nicht möglich. Dann natürlich auch ein wichtiges Thema, die ganzen Spielberater, die stehen wahrscheinlich hier jeden Tag vor der Tür und fragen, wie sieht's aus, was machen wir, was können wir tun? Gibt es da schon Signale, wie man was machen könnte, wie schnell es gehen kann mit den Spielern? Werden wir jetzt alles nach und nach angehen, ganz klar. Aber wichtig war natürlich erstmal die wirtschaftliche Grundlage zu schaffen und das sieht jetzt ganz gut aus. Genau, wirtschaftliche Grundlage, das ist ja wahrscheinlich jetzt relativ schnell erledigt. Die größte Vorbereitung ist natürlich jetzt noch die Lizenz zu beantragen, die meiste Arbeit, die jetzt auf euch zukommt, es sei denn, ihr habt das schon alles vorbereitet, alles. Und dann die große Frage des neuen großen Gesellschafters. Man will jetzt natürlich draußen den Namen hören, aber wir wollen den Namen jetzt natürlich nicht bekannt geben. Ich denke mal, das kommt alles zu seiner Zeit. Hast du von ihm schon eine Rückmeldung bekommen, was er zu der Sache jetzt sagt? Also die Hauptarbeit fängt eigentlich jetzt erst an. Wir haben im Endeffekt 3 Monate verloren, weil wir November, Dezember und Januar eigentlich eine neue Spielzeit hätten vorbereiten müssen, was wir bisher nicht konnten. Also da steht jetzt schon noch einiges an, was wir jetzt wegarbeiten müssen und da sind auch hier alle wirklich ordentlich gefordert. Heißt, mal zusammenhalten und Vollgas geben. Das wird nicht ganz so einfach. So, was den neuen Gesellschafter betrifft, sind wir natürlich im Austausch. Aber das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass im Handelsregister die Gesellschafterliste aktualisiert wird. Sobald die aktualisiert ist, können wir dann beim Notar eine neue Gesellschafterversammlung abhalten und die Stammkapitalerhöhung dann auch beschließen. Ist das nur ein Investor, der bereitsteht oder sind das mehrere, die bereitstehen? Es könnten auch mehrere sein. Jetzt im aktuellen Fall, von dem wir alle wissen wahrscheinlich oder ahnen, wer es sein könnte, gibt es nur den einen oder gibt es mehrere, die gesagt haben, wir würden gerne, wir machen? Also es ist sicherlich besser, wenn das auf mehrere Schultern verteilt und aktuell werden es dann mehrere Personen sein. Gibt es denn auch schon Rückmeldungen von Sponsoren, die gesagt haben, okay, jetzt läuft bei euch alles weiter, wir wollen gerne unsere Verträge für die nächste Saison schon unterzeichnen, macht bitte alles soweit fertig? Auch da gibt es Rückmeldungen, aber wie gesagt, sind natürlich jetzt Dinge, wo einfach dann auch dann die Gespräche geführt werden müssen, das wird die nächsten Wochen der Fall sein. Da hängen wir ein bisschen hinterher, weil wir eben November, Dezember, Januar dafür nicht nutzen konnten, dann wird es jetzt umso intensiver und umso anstrengender. Aber gehen wir es an. Okay, Dankeschön Matthias Roos, Geschäftsführer der Krefeld-Pinguine und sportlicher Leiter. Gerne. So, das war's denn jetzt für diese Woche. Wir haben jetzt vom Dirk Wellen und vom Matthias Roos die Sachlage nochmal gehört, was gestern Abend alles so passiert ist. Also man kann doch, ich denke mal, alle 2 Daumen nach oben strecken, dass es auf jeden Fall vernünftig weitergeht. Ist natürlich jetzt viel Arbeit, die auf die Geschäftsstelle der Krefeld-Pinguine zukommt, die Lizenz vorbereiten, den Notarvertrag vorbereiten, damit die Gesellschafterliste aktualisiert werden kann. Und dann kommt der neue oder die neuen Investoren, die vor der Türe stehen, die werden dann hereingelassen, sodass wir die dann auch praktisch präsentieren können. Wir haben schon eine kleine Ahnung, wer es sein könnte und haben auch schon von einem dieser Investoren eine Interviewzusage, aber das erst leider nach Karneval. Ich denke mal, wir können uns auf diesen Clip nach Karneval freuen. Und nächstes Mal ist der Lukas wieder hier an meiner Stelle und ich passe besser hinter die Kamera, da fühle ich mich etwas wohler. Bis nächste Woche dann.